Europa ist nicht mehr dasselbe Europa, das wir hatten bei der letzten Europawahl. Die politische Auseinandersetzung wird immer lauter, immer schriller, immer extremer. Vernunft oder gar Anstand sind keine Worte mehr, die in der politischen Debatte eine Rolle spielen. Das haben wir gerade in den letzten Wochen im bayerischen Landtagswahlkampf sehr vor Augen geführt bekommen. Wenn wir Europa zusammenhalten wollen, dann brauchen wir genau das Gegenteil. Wir müssen beschreiben, was ist, realistisch, auch wenn es wehtut, und dann tun, was nötig ist. Wir müssen verschiedene Interessen zum Ausgleich bringen, anstatt die Menschen gegeneinander auszuspielen. Und genau das ist es, was das Wesen der Sozialdemokratie ausmacht, auch weshalb ich dieser wunderbaren Partei vor vielen, vielen Jahren beigetreten bin. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten halten Europa auch zusammen als Wirtschaftsraum, als Wertegemeinschaft, als unsere Heimat.